So, einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zu einem Stream zum Wochenende. Der Chat ist jetzt für mich sichtbar. Und in wenigen Sekunden wird das Bild wechseln. Mir ist zum letzten Stream ein kleiner Fehler passiert. Leider. Und zwar mal mein Ton nicht an. Mein Ton war nicht an, ja. Oder zumindest so leise, dass man den kaum gehört hat. Hat mich ein bisschen geärgert. Aber auf der anderen Seite bin ich dem Problem jetzt nachgegangen. Und ich denke, wir kriegen das hin. So, jetzt mache ich den aber auch an. So. Ich bin heute ein bisschen früh dran. Ist ja erst 19:58. Mal sehen, wie lange wir heute machen. Wir haben heute einen schönen Abend. Es ist ein bisschen kühl, wird bald kalt sagen, wird auf jeden Fall jetzt frostig über die Winterzeit. Aber das soll uns nicht beim Stream aufhalten. Ich hoffe zumindest, dass er läuft. Wenn dann die Moderation eintreffen sollte, dann bitte ich um ein Feedback. Davor muss ich erstmal klären, was mache ich heute überhaupt? Also ich glaube, das letzte Mal habe ich damit aufgehört, den was wir dem Wassertempel gemacht haben. Und dann sollten wir irgendwas holen, irgendwas machen. Wir waren ja hier im Hyrule-Schloss und. Ich rede mal mit dir. Vielleicht hat sie jetzt auch was Richtiges. Das Masterschwert findest du im Heiligen Hain, tief im Inneren des Waldes von Firone. Finde das Masterschwert und brich den Fluch, der auf dir lastet. Ah, das Masterschwert sollen wir suchen. Endlich finden wir die Wunderwaffe. Wir können uns teleportieren. Fass ich nicht. Oh, hey, wo soll ich denn überhaupt hin? Das Spiel hat mir nicht verraten, wo. Wo soll das Master Sword sein? Ich gehe mal in den Fironewald. Die Hohle-Ebene leckt mir zu viel. Und bei Firone läuft's wieder. Wie gesagt, tut mir leid, wenn ich jetzt schon dran bin. Der eine oder andere wird noch nicht reingeschaut haben. Das macht nichts. Ich bin ja da. Und wir sind live. Jo, ich sollte wieder ins Spiel gehen. Hab mir einfach rausgetappt. Hab das ganz schön mitgekommen. Ich muss aber das Masterschwert finden. Ey, keine Ahnung, wo das ist. Mittner sagt mir zwar, dass das irgendwo im Wald sein soll. Das Masterschwert findest du im Heiligen Hain, tief im Inneren des Waldes von Firone, aber. Finde das Masterschwert? Aber wo? Es wird mir halt auch nichts angezeigt. Ich habe. Den Wald, also Wald von Firone sind wir ja schon mal richtig. Also irgendwo in diesem Gebiet soll das sein. Ich hätte da eventuell eine Vermutung, aber das ist so anhaltslos, ja. Und ich muss noch was finden, mit dem ich meine Rubine einlösen kann. Kannst du mit dem Typen reden? Das ist aber selten, dass sich ein Wolf hierher verirrt. Du bist aber ein feines Tierchen. Brav. Ich soll den irgendwo finden, diesen heiligen Hain. Wenn ich nur wüsste, wo. Da oben, weiß ich nicht, kommt man da hoch? Ist das gewollt, dass wir hier was machen? Hätte bald gesagt, Midna könnte uns dabei helfen. Ich denke mal, dass das. Weil hier war ich ja auch schon mal.
Rubine. Und jedes Mal wird mir das wieder angezeigt. Ich weiß mittlerweile, was ein 5 Rubinstück ist. Ich brauch's halt nicht. Wir haben viel zu viel davon. Ich weiß nicht, wo soll ich denn nach dem Master Sword suchen? Ich meine, ich bin schon im Wald von Verone. Wenn ich hier rausgehe, war doch schon die Hyrule-Steppe. Oder? Ja. Hier will ich ja nicht hin. Hier habe ich nichts zu suchen. Die Frage ist dann trotzdem, was zum Geier ist das hier? Ich meine, wo soll ich danach suchen? Ich gucke jetzt mal am Giftsumpf, aber weil es der Weg zum Waldschrein und tief im Wald ist es finster, Licht gibt es hier. So, nee. Okay. Keine Ahnung. Irgendwo, bestimmt irgend so ein Secret-Eingang. Der Secret-Eingang im Secret. Irgendwo im Secret-Bereich, ne? Also Secret. Double Secret, wie sagt man das dann? Weil auf der Karte war ja an sich jetzt nichts offen. Nichts in die Richtung. Hier unten in der Höhle war nichts. Da hatten wir ja schon alles abgeklappert. Und wenn ich jetzt Rubine finden sollte, bringt mir ja eh nichts. Okay. Ich vermute aber auch nicht, dass das am Waldtempel das ist. Ich frage mich trotzdem, wo ich danach suchen soll. Bei Midna sagt mir ja, das Masterschwert findest du im Heiligen Hain. Aber wo ist denn der Heilige Hain? Ich guck nochmal auf die Karte. Vielleicht bin ich einfach nur blond. Weil ich krieg auf der Karte auch nichts angezeigt. Nicht mal wie so ein Wegpunkt oder so, ja. Wenn es auch nur irgendwo ein Bereich wäre, so ein Bereich eingekesselt. Sehe ich nicht. In dem Gebiet ist nichts. In dem Gebiet ist noch weniger. Noch weniger als nichts. Und das muss hier sein, weil hier ist Verone Wald. Aber nur noch Süd und Nord, die Unterteilung gibt es, aber mehr halt eben auch nicht. Das hier ist nämlich Latoran. Aber die Farm, die leuchtet. Soll ich zur Farm? Soll ich zur Farm? Das ist ja mal nicht mehr in meinem Verone. Aber ich kann mich ja teleportieren. Das wird witzig. Gehe ich mal dahin. Keine Ahnung. Ist da irgendwie in der Hütte irgendwas? Oder an der Hütte was? Soll ich da irgendwas? Na, ohne Grund wird es zumindest nicht leuchten. Oder es ist halt echt nur ein Grafikfehler. Oder ungewollt gewollt. Ungewollt gewollt. Ja. Wir lassen das mal unkommentiert. Ich meine, klar, wir reden hier vom Heiligen Hain, Masterschwert. Wer weiß, wie lange das Ding da schon ist. Ob da mal überhaupt jemand hingegangen ist, ja, weiß ich ja hier nicht. Es kann ja überall sein. Aber es wird uns nicht markiert. Oder zumindest der Bereich ein bisschen eingegrenzt. Weil sonst wissen sie ja auch alles auf den Punkt. Obwohl es da nie gewesen sind. Da bin ich mal gespannt, warum das hier leuchtet. Willkommen auf der Weide. Kann ich die... Warum hat der... Ist das der Postbote? Dieser Brief ist ja völlig unleserlich. Den kann man doch nur noch an die Ziegen verfüttern. Was macht der Post... Hä? Was macht denn der Postbote hier? Ich finde das gerade witzig, dass ich diese Tiere einspeisen darf. Nee, die wollen gar nicht rein, okay. Ich weiß trotzdem nicht, was ich hier soll. Warum kann ich hier heulen? Voll verhauen hier gerade, ey, mit dem hohen Hund, ne? Das Pferd kommt. Ich brauch's halt nicht. Das Pferd.
Den brauche ich doch aber nicht. Und was macht der Kumpel hier? Die sind rot. Aggressiv. Aggressiv. Aber haut der von mir ab? Ach, der will wahrscheinlich nicht, dass man sich dem nähert. Ich will nur plaudern mit dir. Ach komm, dann leck mich halt. Also was ist denn das? Zumindest kriege ich deine Herzen abgezogen, sonst wäre ich ja eh wieder down gewesen. Hä? Warum wurde mir die Farm denn so hat es so geleuchtet? Ich verstehe dieses Spiel nicht. Guck nochmal auf die Karte. Seht ihr da irgendwas? Jetzt blinkt der Bereich da oben. Achso. Ja, ich bin ja auch schön blond. Der Bereich blinkt nur, wenn ich drauf zeige. Das triggert mich gerade hier, aber richtig. Ist denn überhaupt schon jemand eingetrudelt? Ich meine, ich habe gesagt, heute eh recht früh angefangen, wer weiß. Papagei? Der Affe? Was will er? Was soll ich jetzt hier? Mumien? Nein, wie ging das? Scheiße, ich hab die Attacke vergessen. War das B? Ah ne, funktioniert gar nicht. Es ist ja kein Schatten. Das ist ja nicht das Schattenreich. Hast du mich gerettet? Vielen Dank. Jenseits dieser Schlucht habe ich einen wunderschönen Wald gesehen, also entdeckt. Aber als ich versuchte, ins Innere des Waldes zu gelangen, griff mich plötzlich diese Kerle von eben an. Was mag in diesem Wald nur sein? Ah, nee, hä? Hier irgendwo versteckt haben sie es gemacht. Die haben sehr viel an diesen Ort gelegt, muss ich sagen. Zum einen den Tempel, zum anderen die Mission, die man gleich am Anfang hatte. Und jetzt das Masterschwert. Wenn man doch diesen Abgrund überwindet, gibt es nur noch einen Wald. Gibt es noch einen Wald? Wie wär's, Hans? Sollten wir uns das mal ansehen? War keine andere Wahl, oder? Aber das ist ja lebensgefährlich hier. Ja, na klar, jetzt kommt hier plötzlich so ein Ding auf, oder was? Ich habe Angst, runterzufallen mit dem Vieh. Nö, sehe ich gar nicht ein hier. Ich laufe das jetzt. Okay, da drüben ist wieder was zum Heulen. Also, Wolfsheulen, ja. Ich heule heute noch nicht. Oh Gott. Ich kann mir vorstellen, was das ist. Na, ah, schon hart. Ist schon hart, ja. Oh Gott, ob ich mir das merke? Hilft irgendwie alles nicht. Okay. Ist doch was geworden. Aus meinem Hin- und Hergejodel. Es hat funktioniert. Da ist er wieder, der Wolf. Der andere Wolf. Und jetzt dürfen wir das Ganze nochmal spielen.
Du sollst eine der okkulten Künste kennenlernen. Mit dem Schwert in der Hand solltest du nach mir suchen. Das werde ich machen, auf jeden Fall. Aber wüsste er noch nicht, wo er ist. Zumindest kriege ich dann, wenn irgendwo ein Wegpfeiler irgendwo hingesetzt. Das ist positiv. Aber auch nur das. Da, mitten im Wasser, wollen die mich jetzt flachsen? Das ist dann wahr, hä? Okay. Na gut, wir werden sehen. Erstmal eins nach dem anderen hier. Mal schauen, wo das jetzt hingeht. Wie gesagt, es ist ja irgendwo und nirgendwo. Versteckt ist es auch. Oh Gott. Was haben wir denn hier? Den heiligen Haien. Die Musik ist gleich eine ganz andere. Wahnsinn. Hey, hier ist ja gleich noch einer, oder? Okay, das müsste es gewesen sein. Gleich zwei Lieder hintereinander? Das ist doch schon rekordverdächtig, oder? Schön mit der Harfe gespielt. Oh, wen haben wir denn da? Oh Gott. Was sind das für Viecher? Was sind das überhaupt? Sind das Mumien? Irgendwas sagt mir, ich soll dem Vieh folgen. Ja, wow. Okay, aber die haben ganz schön viele Leben, dafür, dass ich mit dem Weißweich besiegen muss. Sonst haben wir hier aber auch nichts. Doch, Gegner. Halt noch mehr Gegner. Doch, ich kann es doch einsetzen, die Magie. Das ging vorhin irgendwie gar nicht. Noch mehr. Okay, ich gehe mal weiter. Achso, hier gibt es gar keine Karte, oder? Okay, schade. Eine Karte, also hier ist keine Karte. Oh, Mensch, diese Viecher. Ich fange die jetzt schon an, nicht zu leiden. Da ist das doch. Abgehauen. Aber wohin? Kameraführung ist auch noch so Krux. Oh, verstellt sich schon mal alles. Das ist ja fürchterlich. Ich glaube, das Vieh ist hier lang. Oh, hier kam ich doch her. Ach, sieh mal eine an. Jetzt ist der Weg frei. Okay, jetzt. Ich kann jetzt hier hochgehen. Folgen die mir? Oder spawnen die dann einfach wieder hinter mir? Ne, die bleiben unten. Auch gut. Ne, ja, war doch klar. Wow. Aber hier. Ah, hier geht's ja weiter. Gott, ist das verwirrend. Na, ich komme mir aber auch gar nicht mehr zu irgendwas. Also Hans, auf normalen Wege schaffst du das nie. Bilde einen Bannkreis und mach sie alle auf einmal fertig. Ja, ich weiß. Hey, was? Warum ist hier noch was? Soll ich hier...
Hier kam ich doch gerade her. Ach, hier ist. Hier kann ich rein. Okay, okay. Und von hier aus komme ich dann wahrscheinlich zu dem Vieh. So. Egal wie komisch die Steuerung jetzt sein mag. Oder wie die Sicht ist, die Perspektive der Kamera. Ich kann mir vorstellen, wo das jetzt ist. Weil wir sind ja gerade einmal hier rundherum gelaufen. Ne, hier nicht. Da war doch hier irgendwo noch ein Eingang. Oder? Wow. Jetzt verfolgt mich das Viehzeug aber hier bis auf Schritt und Tritt. Okay, wir waren von hier. Da ist eine Wand. Tot, aber ist eine Wand, hier komme ich noch nicht durch. Wir haben, was haben wir denn hier? Ist ja alles nur noch voller Rätsel. Also so nichts sagen. Tut mir leid, wenn ich das so sage, aber hier kommt man nicht zurecht. Also ich finde hier gerade gar nicht zurecht. Wobei, ich glaube, hier geht's auch. Ah, da geht's lang. Jetzt bin ich runtergesprungen. Jetzt geht diese Steinwand auf. Das sieht für mich aber zumindest jetzt interessanter aus als das, was wir gerade eben hatten. Ah, und jetzt geht es. Ein Herz. Das wird mir hoffentlich helfen, oder? Sind wir denn hier? Irgendeine verlassene Ruine. Natürlich der beste Ort, um so einen Fight jetzt mit dem Vieh zu machen. Hat immer denselben Gesichtsausdruck. Man weiß gar nicht, ob das jetzt wütend ist oder traurig oder lacht. Diese Mumien gehen mir jetzt schon richtig tierisch auf den Keks. Lucky doh! So. Und es geht natürlich einfach weg. Sechs Tisch weg. Fünf! Jetzt sind es fünf! Wow. Okay, ich muss doch erst ein paar von denen töten. Jetzt ist aber gut hier. Oh, abnormal. Hey, willst du mich jetzt verkackeiern hier? Hä? Oh, wow. Na, jetzt aber gut hier. Es gibt immer ein drittes Mal. Und jetzt sind es sechs. Jetzt sind es einfach sechs. Wow. Na, jetzt aber. Ey. Na, meine Güte. Gibt's das? Auch noch nicht gesehen. Die fangen mich doch. Aber wohin geht das zum Geier?
Da oben kamen wir wohl gerade. Und jetzt geht's hier lang. Oh, andere Gegend. Interessant, ja. Was ist nicht hier? Heulen? Was soll da jetzt passieren? Ah, Hallöchen. Dankeschön für den Follow, Angelika 58. Ob ich auch zu Link werden kann? Noch nicht. Irgendwie funktioniert es nicht. Noch nicht. Aber irgendwie, das ist ein Fluch, der auf mir lastet und den will ich jetzt irgendwie versuchen zu lösen. Die Frage ist, wie kriege ich das hin? Nein! Ist das jetzt ein Rätsel? Sag mir nicht, dass das ein Rätsel ist. Ich schreie gleich. Wir sind die, die über dieses Gebiet wachen. Führe uns zurück dahin, wo wir dereinst gestanden haben. Tust du das nicht, bleibt dir der Weg in den heiligen Hain verschlossen. Ey, das wird ja jetzt richtig schwierig. Also da muss ich versuchen, die auf ihre Plattformen zurückzubringen. Und zugleich nicht von denen zertrampelt zu werden. Ist gerade irgendwie keine gute Idee. Also nach unten sollte ich es nicht machen. Da springen sie an mir weg. Nach oben kann ich es nicht machen. Da springt er mir oben auf mich drauf. Wenn ich auf zur Seite gehe. Okay. Ich weiß noch nicht, was das hier wird. Das funktioniert schon mal nicht. Gehe ich noch mal eins hoch. Probiere ich das mal. Jetzt gehen sie ja nicht in dieselbe Richtung. Okay, das habe ich mir jetzt anders vorgestellt. Wenn ich das mache... Nee, dann gehen sie sicher wieder in die Mitte. Was für eine Scheiße bin ich da eigentlich gerade reingeraten? Da frage ich mal währenddessen, wie geht's denn euch eigentlich im Chat? Zum Freitagabend. 8:30. Ich glaube, das geht heute noch bis zum Rande meiner Geduld und geistiger Verfassung. Hä? Funktioniert das überhaupt, was ich jetzt hier mache? Wobei, ist gar keine schlechte Idee. So kann ich nämlich nach unten. Und von hier aus... Das freut mich, dass es dir gut geht. Okay, mal schauen, ob meine Theorie funktioniert. Ich glaube, ich greife jetzt gerade richtig ins Klo. Weil jetzt sind die genau eine Plattform weiter zurück. So komme ich jetzt nicht rüber. Nochmal zurück. Okay, Kommando zurück. Muss ich was anderes ausprobieren. Ich kann doch... Kann ich so rüberspringen? Nee, geht nicht. Ich kann nicht nach links springen. Wenn ich nach oben gehe... Nee, bin ich jetzt wieder in der Ursprungsposition. Habe ich mich jetzt eingesperrt? Ich glaube, ich habe mich gerade eingesperrt. Du wildes Tier, das zu uns spricht. Sag, was ist dein Begehr? Ich muss neu starten, ich habe mich eingesperrt. Oh nein! Okay, Kommando, jetzt diesmal nach rechts.
finde das gerade richtig interessant. Ich weiß nicht, was das hier wird, wie das endet. Dann kommen die sich nicht selber bekloppt vor hier bei dem Rumgespringe. Nein! Ich glaube, ich hatte gerade die Lösung. Gott, das vergesse ich doch jetzt, bis es soweit ist. Einmal nach rechts. Dann muss ich... Oh Gott, ich wusste's. Ich vergesse es wieder. Das war gerade so logisch. Doch, ich muss, glaube ich, eins nach oben. Ich probiere das jetzt trotzdem mal so. Was passiert, wenn ich? So? Moment, das kitzle ich jetzt noch weiter raus. Ich kann ja. So. Nee, jetzt sind sie ja zwei Plattformen weiter unten. Moment, das probiere ich jetzt weiter aus. Vielleicht kriege ich da noch eine Formel. So für mich so eine insgeheime Formel. Ich glaube, wenn ich das jetzt mache, springe ich im Kreis. Wenn ich das mache... Komme ich nicht mehr raus, oder? Doch, ich probiere das mal. Okay. Vielleicht müssen die ja auch so rum. Seid ja kein, dass die in die andere Richtung müssen. Nee, ich lasse den, ich bewege den, warte mal. Beweg mich mal selber hier hin. Dann. Eins nach oben. Nach drüben. So. Können die nämlich nicht springen. Da gehe ich noch eins nach drüben. Ich weiß noch nicht, was ich hier mache. Das sieht witzig aus. Die Richtung. Noch eins in die Richtung. Bringen wir die mal beide auf gleiche Ebene. Jetzt kriege ich die nicht mehr so. Nee, warte mal, Moment. Wir machen das mal so. Ich habe da jetzt gerade eine Idee. Vielleicht ist das ja auch der ganze Trick dahinter. So. Jetzt zurück. Gehen die jetzt in dieselbe? Na. Gibt's doch nicht. Mich pfeift ein Schwein. Ich hab's hingekriegt. Boah, ey. Nicht vorher probiert. No joke. Das ist ja Hammer. Du führstest uns zurück auf unseren echten, rechten Platz. So mach dich nun bereit. Tritt in unser Heiligtum. Das speichere ich jetzt. Safe. Oh Gott. Das kannst du keinem erzählen. Nee. Was sind das für Rätsel? Wer denkt sich sowas aus? Hallöchen, Franz Zocker. Wie geht es dir? Oh, jetzt habe ich's. Jetzt geht's los hier. Wir sind am Master Schwert.
Was passiert jetzt? Ah, jetzt. Das ist schön, dass es dir gut geht. Jetzt passiert's. Jetzt. Hat mitten an den Kristall übrig. Und er verwandelt sich zurück. Und steht schon da, es rauszuziehen. Ja. Auf jeden Fall. Ah, das Schwert erkennt dich als seinen Meister an. Heiliges Kanonenfutter, wir kriegen das Masterschwert. Und jetzt? Und dieses kleine Ding verfügt über die Magie, die dich gefesselt hat? Das ist schon etwas anderes als die Magie der Schatten, über die wir verfügen. Pass auf, wenn du den Klumpen berührst, wirst du jetzt wieder zum Tier. Dieses Ding ist so gefährlich. Wir sollten es gleich hier vernichten. Oder warte mal. Solange wir das hier haben, können wir dich doch jederzeit in ein Tier verwandeln, oder? Außerdem ist es ja schließlich ein Geschenk von Santo. Wäre doch unhöflich, wenn wir es nicht bei Gelegenheit verwenden würden. Sag mir einfach Bescheid, wenn du deine Gestalt wechseln willst. Ich erledige es dann für dich. Dadurch kann ich dich jetzt auch jederzeit warpen. Du musst nur die Wolfgestalt annehmen, dann geht das ganz einfach. Und übrigens, ich hätte da eine kleine Bitte an dich. Hast du nicht Lust, mit mir zusammen den Schattenspiegel zu suchen? Er ist hier irgendwo in Hyrule. Weißt du, der Schattenspiegel ist womöglich der einzige Weg zu Santo. Ja. Wir werden nicht gefragt. Es scheint ja auch kreuzegal zu sein, was unsere Bedürfnisse sind, ja. Aber wo? Was soll ich jetzt machen? Ich kann warpen. Ich kann mit ihr reden. Ich habe nicht die geringste Ahnung, wo dieser Schattenspiegel sein könnte. Vielleicht finden wir einen Hinweis auf, wenn wir zurück uns ein wenig in Hyrule-Stadt umsehen. Nach Hyrule-Stadt? Ich wollte mich erstmal hier umgucken, was wir hier haben. Ich würde mal sagen, das war eine schöne Kiste. Ist kaputt gegangen. Oder in die Jahre gekommen, sagt man das dann nicht so. Die Kiste ist in die Jahre gekommen. Kann man hier hochgehen? Ja. Aber nicht ganz. Ich komme nicht ganz hoch. Nur bis hierher. Da oben ist ein Tierchen. Kann ich das jetzt greifen? Nein! Eine Schnecke gefangen. Ihr goldener Körper erfreut jeden Sammler. Auf Ausrüstungsschirm zu sehen. Nein, gibt's nicht. Als ob hier so ein Ding war. Ist so ein Glück im Unglück. Ich frage mich trotzdem, was das hier ist. Also ich vermute schon, dass das mal die Zitadelle der Zeit war. Es ist jetzt halt nur noch eine staubtrockene Ruine, aber muss ja in die Richtung gehen. Sagt mir trotzdem nichts. Krass. Das muss ich vorstellen, wie lange das schon hier steht, dass das hier alles so verwahrlost ist. So, was verbirgt sich unter dem Felsen? Ich will es wissen. Oh. Ach, das ist so ein... Ich weiß, was das ist. Zum Wolf werden. Das sind die Seelen, die wir sammeln sollen. Hier. Du erhältst eine Geisterseele. Die Anzahl der Geisterseelen besiegter besiegter Geister findest du auf dem Ausrüstungsbildschirm. Wir hatten mal im Zora-Gebiet. Wo geht das jetzt hin?
Was zum Kuckuck machen wir hier? Wo bin ich? Ja, natürlich! Was soll das? Was ist das hier? Na komm, besiegen wir es mal. Na. Ja. Oh, noch so ein Tier. Noch so ein Pflänzchen. Jetzt hängt da oben noch eins. Wow. Ich sehe es einfach nicht. Auf die Art und Weise sehe ich es nicht. Wow. Der visiert doch immer alles an, außer das, was er anvisieren soll. Ich krieg das irgendwie nicht tot. Vielleicht auf die Art? Nee, so nicht. Aber dann verwandle ich mich halt ins Mensch zurück. Zum Mensch werden. Das kann mich ja keiner verbieten, mich zum Menschen zu verwandeln. Jetzt reicht's. Jetzt hole ich hier meine Bomben. Meine Pfeilbomben. Jetzt gibt's einen Bau aufs Maul. So. Schnauze voll hier. Mhm. Ich wusste doch, irgendwas muss hier passieren. Das wäre ja nicht ganz ohne, wenn nicht. Eine Kiste. Mhm. Was könnte hier wohl sein? Au, ein Herzteil. Sammel zwei weitere und du erhältst ein zusätzliches Herz. Das kommt doch gerade wie gerufen, ne? Krass. Mal gucken, ist hier noch irgendwas? Außer Rubinen. Ich kann sie nicht mehr sehen, die Rubine. Ich muss die jetzt irgendwo ausgeben. Ich gehe jetzt wirklich nach Riolestadt. Nicht, weil ich keine Lust habe, hier die Gegend zu erkunden, sondern einfach. Ich muss die Rubine loswerden. Das war hier in Kakariko. Erstmal Rubine loswerden. Du kriegst oder so auf dem Weg tausende Rubine wieder. Was ich gerade schade finde. Ich kann mich da nicht mehr hierher zurück teleportieren. Hier ist kein Warp Point. Also im Fall aller Fälle, wenn ich mal wieder her möchte, komme ich nicht zurück. Nein, nicht zum Wolf werden. Na gut, zwangsläufig muss das schon, aber nicht in dem Sinne. Ich wollte noch, ja genau, ich wollte noch gucken, ob hier so ein kleines Viech ist, was man sammeln kann. Hier geht's nämlich hoch. Oh nö, das Laufen erspare ich mir jetzt hier. Nehme jetzt hier den Greifhaken. Greifhaken und haben wir uns ja Wassertunnel gelernt. Funktioniert einwandfrei. Und damit gehe ich jetzt hoch. Was ist das für eine Wand? Also, wir haben mal gelernt, mit Bomben kann man alles regeln. Wartet mal ganz kurz. So, bin wieder da. Ein Hoch auf Tiere, würde ich sagen. Komm, unkontrolliert. Kann man nicht einplanen. Ich brauche eine Katzenklappe. Wo ist denn heute eigentlich mein anderer Moderator? Okay, die Tür geht nicht auf. Mission failed. Hat er das verpennt?
Hier ist wirklich nichts. Ich dachte, hier finde ich nur irgendetwas. Ich habe sie auch nicht mehr gehört, die kleinen Viecher. So komme ich aber auch nicht raus, oder? Nee. Keine Chance. Wir müssen uns morgen. Und zwar nach Hyrulestadt. Ah, nein, nicht davor, aber es ist ja so gut wie da. Ja. Da sind wir wieder in Hyrulestadt. Alle Wege führen zurück nach Rom, hieß es ja, ne? In dem Fall führen alle Wege zurück nach Hyrulestadt. Aber zurückverwandeln. Als Wolf kann ich in der Stadt nicht viel machen. Zumindest weiß ich jetzt, dass wir uns jederzeit zurückverwandeln können in Wolf und von Wolf in Mensch und von Mensch in Wolf eben. Er kommt. Hans, wo bist du? Hallo, ich habe Post für dich. Hier steht auch der Absender. Thelma, sagt dir das was? Also, das wäre erledigt. Und hab die Post. Wow, warum ist der jetzt gerade den Weg über die Brücke und wieder zurück, wenn ich da so oder so in die Stadt laufe? Das ist kontraproduktiv. Das ist wirklich kontraproduktiv. So schnell in die Stadt. Bewahrt uns vor den Lecks. Ich weiß nur noch nicht, was wir hier machen sollen. Ich soll in die Hyrulestadt fragen, wo die Schattenspiegel sind. Es steht doch Kinder um die Ecke rum und sagt, ach ja, die sind da und da. Ach, junger Mann, du siehst gut aus. Ist doch prima, dieser Aufzug. Suchst du irgendetwas? Verstanden. Du bist bestimmt hier, um die neue Attraktion in der westlichen Stadt zu besuchen, oder? In der westlichen Straße, sorry. Sorry. Komme ich jetzt eigentlich in dieses Gebäude mal rein? Herzlich willkommen. Oh, Verzeihung. Das Betreten des Geschäfts der derart verschmutzten Schuhwerk stellt eine Belästigung für die anderen Kunden dar. Aber wenn du dir die Schuhe geputzt hast, freuen wir uns natürlich jederzeit, dich wieder besuchen zu können. Ich soll die Schuhe putzen? Da haben wir jetzt nicht von dem Jungen hier. Junge, deine Schuhe sind ja ganz schön schmutzig. Egal wie prächtig dein Gewand auch ist, schmutzige Schuhe ruinieren einen guten Eindruck sofort. Die Leute sehen schließlich auch deine Schuhe oder haben sie dich etwa in den teuren Laden da reingelassen. Wie sieht's aus? Soll ich für 10 Rubine deine Schuhe wieder sauber machen? Da ich das Geld eh nicht brauche, kriegst du's. Du kannst auch deines Zehnfache haben. Na, was sagst du jetzt? Wenn sie wieder schmutzig werden sollten, putze ich sie dir natürlich jederzeit gern. Jetzt... Die Schuhe blitzen jetzt, blinkern jetzt. Nein. Wozu? Was ist das? Das klingt nach einem sehr besonderen Geschäft. Was ist? Soll ich dir etwa vielleicht etwas zeigen? Bomben, ein Bestseller aus Burns Bombenfabrik, wird immer gerne gekauft. Wie sieht's aus? Ich sehe keine Preise, das macht jetzt nicht gerade einen guten Eindruck. Nein. Bombenkäfer, ein hochexplosives Haustier, begriffene für Bomben, das sich bei wohlhabenden Damen an haltender Beliebtheit erfreut. Magierüstung, eine Rüstung, die durch Verwendung von Rubinen besonders Schutz gewährt, nur für Reiche. Ja, definiere reich. Das macht dann 10.000 Rubine. Kapiert? Was? Hä? Die Magierüstung? Ist doch jetzt ein Witz, hä? Die kostet nie im Leben 10.000. Hä? Das macht dann 9.000, okay? 9.000, ey. Oh, Verzeihung. Alter, was geht mit dem Typen falsch? Ich kaufe doch nicht für 9.000 Rubine eine Bombe.
Kann ich irgendwas kaputt machen? Nee. Schade. Den Typen hätte ich es richtig gegönnt hier für seine 1000 Rupien, für 9000 Rupien in der Bombe, Alter. Ich hau hier ab. Kann man vergessen. Scheiß Rüstung. Ich dachte, ich kriege hier eine schöne Rüstung. Und dann hast du so einen Quark. 10.000. Jetzt habe ich mir gerade die Schuhe geputzt. Für den Quark, ey. Das Geld hätte ich jetzt echt woanders reinstecken können. Gott. Ach, wie kann ich dir helfen? Suchst du etwa einen Arzt? In dieser Straße gibt es nur eine kleine Ambulanz. Direkt vor dem Tor. Ja, aber das letzte Mal, wo ich da war, war es geschlossen. Ist da jetzt wohl jemand wieder da? Ach, da ist ja jemand. Na, sieh mal einer an. Och. Was? Was zum... Ist das nicht der kleine Held, der den Zoo-Jungen gerettet hat? Obwohl ihm das so gar nichts einbringt? Was für dich her? Eine Untersuchung? Aber Geld hast du da wohl, oder? Übrigens, die kleine Ilja. Sie hat nicht zufällig über mich gesprochen. Ich kann da auch nicht rein, oder? Wenn ich dich untersuchen soll, das kostet eine Kleinigkeit, klar? Nein, Probleme mit dem Geld habe ich keine. Schließlich bin ich ein Koryphäe. Die Patienten kommen von überall zu mir. Wenn du mir nur meine Zeit stehlen willst, dann mach, dass du fortkommst. Und die Kleine, die hat es wirklich nicht von mir erzählt. Was geht nur mit dem Typen falsch? So, wir sind wieder in der Stadt, würde ich sagen. Oh, was macht der Soldat hier? Hier ist eben ein Corona vorbeigelaufen. Ich frage mich, was der hier wohl hin wollte. Ich dachte, die Brücken im Osten wäre eingestürzt. Kann man denn die überhaupt noch nutzen? Hä? Ach stimmt, wir kamen ja gar nicht dahin. Da war ja... Zu? Sind das mehrere Brücken? Warum ist das so verdächtig dunkel? Hier ist ja tatsächlich eine Brücke, aber die ist echt kaputt. Kein Mist. Und was macht der Corona hier? Ich kann nicht mehr. Es ist aus. Die Brücke ist kaputt. Also kann auch kein Quellwasser mehr transportiert werden. Und ich habe nichts zu verkaufen. Oh. Kann denn nicht einer diese Brücke reparieren? Hm. Eine Brücke reparieren? Die Frage hierbei wäre, wer? Vor allem mit welchem Geld? Ich glaube, ich habe eine Investitionsmöglichkeit gefunden. Ich werde mein Geld wieder los, oder? Werde ich mein Geld los? Werde ich mein Geld los? Ja, ich werde mein Geld los. Sicherlich. So, zurück zur Stadt. Also irgendwo in der Stadt muss ich irgendjemanden finden. Zum einen natürlich für meinen... Für diesen Schattenspiegel. Und zum zweiten für diese Brücke. Zumindest habe ich jetzt ein Ziel. Ich weiß doch nicht, wo ich suchen soll in diesem riesengroßen Komplex, aber hier irgendwo soll es sein. Hier sind überall Türen, aber ich komme da nicht weiter. Das hilft mir auch nicht. Mhm. Zumindest ist hier im Osten schon mal nichts, im östlichen Teil. Das hier ist das Haus des Verfluchten. Das macht nichts. Katzen. Moment mal, ich habe doch von Thelma einen Brief gekriegt, oder? Lese mich das mal durch. Es ist dringend. Im Moment befinden sich in meinem Laden einige Leute, die ich dir unbedingt vorstellen muss. Bitte komm, so schnell du kannst.
Meine Freunde werden sicher auch dir eine große Hilfe sein können. Also, lass sie nicht zu lange warten. Wir treffen uns im Wirtshaus von Herudestadt. Okay. Sag mal, Schwertkämpfer, kennst du dieses Lied? Das will ich jetzt nicht vorlesen. Was verkaufen die Leute hier? Ach, ein Kunde, willkommen. Aber du siehst nicht aus, als würdest du Fleisch kaufen. Eher so wie ein Schwertkämpfer. Suchst du etwas aus dem das Wirtshaus? Das befindet sich gleich am Fuß der Treppe dort hinten. Ich weiß, was du willst. Alle Schwertkämpfer treffen sich dort. Wow. Da dachte ich, ich kann einmal in The Legend of Zelda Obst und Gemüse oder Fleisch kaufen. Nein, darf ich natürlich nicht. Hätte ich mal richtig Lust drauf gehabt. Weißt du, kaufen wir uns irgendwo frisch vom Rost. Im Decke oben so ein Rumpsteak. Gehen damit in die Taverne zurück hier und dann machen wir uns einen schönen Abend. Och, Hans, da bist du ja. Ich hab dich schon erwartet. Du kommst übrigens genau zur rechten Zeit. Wir haben gerade über dich geredet. Hey. Ah, gelästert haben sie, oder was? Lästerschwestern. Alle mal herhören. Ich will euch jemanden vorstellen. Das hier ist Hans. Der, von dem ich euch schon von so viel erzählt habe. Du erinnerst dich doch noch an das, was ich dir erzählt habe. Meine Freunde und ich, wir wollen etwas für Herude tun. Weil hier in letzter Zeit einiges schiefläuft. Einer von uns ist allerdings gerade unterwegs, um etwas über die Gerudo-Wüste im Westen zu erfahren. Ein mysteriöser Ort. Raffler heißt er. Ein netter Alter. Du solltest ihn kennenlernen. Ihr würdet euch bestimmt gut verstehen. Hör mal, jetzt bist du extra hier. Du kannst dich ruhig ein wenig entspannen, bevor die Reise weitergeht. Unterhalte dich doch einfach mit wenigen meinen Leuten. Alles ganz wundervolle Menschen. Das wünsche ich mir, hoffe ich mir. Hallöchen, ich bin Ashley. Meine Kindheit habe ich hier in den Bergen verbracht und mein Vater hat mich gelehrt, wie ein Soldat zu denken. Deshalb bin ich manchmal etwas ungehobelt. Nimm es nicht so persönlich, ja. Übrigens gibt es etwas, was ich dir besser nicht sagen sollte. Die Berge im Norden von Herude, die Schneeberge, sie sind anders als alle anderen Berge, die ich kenne. Ich weiß zwar noch nichts Genaues, aber dieses Gebirge ist irgendwie nicht normal. Dort regiert das Böse. Ich sag dir Bescheid, sobald ich etwas herausfinde. Für den Augenblick solltest du diese Berge aber auf jeden Fall meiden. Hey, hallo. Du bist der Hans, oder? Mich nennen die Leute Jago. Schön, dich zu sehen. Thelma hat mir alles über deine Taten berichtet. Anscheinend bist du ein richtig großer Kämpfer. Ich bin der Bücherwurm. Im Kampf kann ich leider nicht so ganz so gut, wie ich gern wäre. Naja. Zumindest kann ich dir alles über die Geschichte Hyrules und seine Mythen berichten, wenn du dich dafür interessierst. Was hat der andere zu sagen? Schon lange nicht gesehen. Hans. Nein. Hä? Ulina hat mir schon alles erzählt. Und in Kakariko habe ich die Kinder auch schon getroffen. Sie haben mir natürlich alles von deinen Heldentaten berichtet. Vielen Dank, Hans. Ich weiß nicht, was ohne dich mit Colin passiert wäre. Er hat sich ganz schön verändert. Tja, auch irgendwie nützlich machen, damit er stolz auf mich ist. Weißt du, Thelma und ich, wir sind alte Bekannte. Im Moment versuchen wir noch etwas herauszubekommen, aber wenn es soweit ist, wirst du sofort informiert. Da ist eine Karte. Da soll ich hin. Raffloss versucht hier gerade in der Nähe des Hylia-Sees. Etwas über die Gerudo-Büste zu erfahren. Oder würde ich sagen, ja, gehen wir hin. Da haben wir einen Auftrag. Er wollte mir nicht Geschichten erzählen. Warte mal, das wollte ich nochmals anhören. Ja, also gut. Ich freue mich sehr, dass du dich dafür interessierst. Die allgemeine Lehrmeinung ist ja bekanntlich, dass Hyrule von den Hylianern erschaffen wurde, dem ältesten aller Völker. Aber tatsächlich gibt es ein noch viel älteres Volk, von dem der Mythos sagt, dass es das Volk sei, das Herude erschaffen hat. Als es die Hylianer erschaffen haben, erbaute sich dieses Volk eine neue Hauptstadt und ließ sie in die Wolken verschwinden. Dort,
In dieser Stadt in den Wolken sollen sie noch heute leben. Zumindest gibt es Gelehrte, die das behaupten. Die Kumulaner, eine hübsche Vorstellung. Wenn es sie wirklich gibt, würde ich sie gerne einmal treffen. Ja, wer auch immer Kumulaner sind. Der Postbote sitzt schon wieder in irgendeiner Ecke. Was soll ich denn damit? Hauptsache, das ist irgendwas mit Fleisch. Total durchgedreht hier. Heute ist nicht viel los heute. Was ist heute los? Wo seid ihr alle? Ihr dürft den ruhig teilen, den Stream. Habe ich nichts dagegen. Ich meine, wer ist schon gegen sowas? Aber wo soll ich jetzt... Ach ja, ich soll ja jetzt... kann ich mich jetzt einfach in der Stadt warpen? Unmöglich. Das sind Leute in der Nähe. Wenn du dich verwandeln willst, mach es irgendwo, wo es keiner sieht. Krass. Aber es ist realistisch, ja. Stimmt. Vielleicht hier draußen? Ja. Wir wollen uns warpen. Machen wir das doch. Moment mal, hier war doch gerade so ein gelber Punkt auf der Karte. Sieht aber schön aus hier. Oh, ein leuchtendes Käferdingsbums. Na, renn doch nicht weg. Ein Marienkäfer gefangen. Sein goldener Körper freut jeden Insektenliebhaber. Schön. Zufällig. Aber Zufälle soll es geben. So, hier soll das irgendwo gewesen sein. Ich war hier noch gar nicht, fällt mir gerade ein. Da ist doch ein Wolf. Warum ist der hier? Warum steht er einfach hier? Da bin ich jetzt gespannt. Und wieder begegnen wir uns. Die nächste coole Kunst, die ich dich lehre, ist die beste von allen. Allerdings würde sie dich enorm Kraft kosten. Willst du die Technik trotzdem mal lernen? Na klar. So soll es sein. Aber zuvor zeige mir, ob du den Rundumhieb beherrschst, den ich das letzte Mal gelehrt habe. Also los, greif mich an. Er muss mich doch schlagen. Fail. Scheiße. Ja, ich weiß. Ach komm. Muss weiter ausholen. Ja, ich weiß. So. Sehr gut. Du hast meine okkulte Kunst tatsächlich zu eigen gemacht. Also dann, die vierte okkulte Kunst. Der Helmspalter. Bei Gegnern, die trotz schwerer Rüstung sehr flink sind, ist es unmöglich, mit dem Rundumhieb auf ihre Rückseite zu gelangen. Solche Gegner stößt du zunächst mit einer Schildattacke zurück und gleich darauf drückst du A. So schwingst du von oben kommend dein Schwert über den Kopf deines Gegners und triffst ihn von hinten, während du auf ihn abschaust. Gott, das soll funktionieren? Das ist der Helmspalter. Versuche es mal. Da bin ich jetzt gespannt. Moment. Ha,
Nein, nicht das. War das auch wieder falsch? Das war gut. Vergiss nicht, direkt nach dem Schildattacke mit A anzugreifen. Damit hast du die vierte Kunst, den Helmspalt, erlernt. Da haben wir sie. Die vierte. Nun gibt es noch drei okkulte Künste, die du lernen musst. Übe dich täglich im Schwertkampf. Nur so wirst du die okkulten Künste tatsächlich meistern. Bis zum nächsten Mal. Na, das ist doch schön. Ein Anfang. Was ist das hier für eine Ebene? Ich meine, ich war hier noch gar nicht. Vor allem, was ist das? Hier geht's einfach ins Wasser. Das ist wahrscheinlich ein direkter Weg zum Hylia-See, oder? Kann ich hier einfach runterspringen? Was passiert jetzt? Das funktioniert tatsächlich. Kein Witz. Ich bin am Hylia-See. Sogar da, wo ich hin wollte. Ach, hier ist unser Papagei-Freund. Mit dem wollte ich auch schon reden. Och, hallo. Ich bin Christa. Es gibt hier eine sagenhafte Attraktion. Willst du sie nicht auch mal ausprobieren? Regeln anhören? Dieses Spiel besteht darin, schnell das Ziel zu erreichen und dabei möglichst viele Luftballons kaputt zu machen. Du bekommst für Melonen einen Punkt, für Orangen 3 Punkte und für Erdbeeren 10 Punkte. Ach ja, wenn du mehrere Ballons der gleichen Sorte hintereinander kaputt machst, bekommst du die doppelte Punktzahl. Wenn du mittendrin aufhörst, ist es egal, wie viele Punkte du vorher hattest. Das Ergebnis ist dann 0. Neustart mit B. Wenn du mehr als 10.000 Punkte erreichst, bekommst du etwas, aber das schaffst du noch nicht. Also, dann, sobald du aufbrichst, beginnt das Spiel. Hä? Nichts weiter, aber... Soll ich das mit dem Heulen machen? Oh nee. Ah, hier ist so ein Sensentyp. Oh, au. Du erhältst eine Geisterseele. Die Anzahl der Geisterseelen besiegter also der Anzahl der Seelen besiegter Geister findest du im Ausrüstungsbildschirm. Okay. Wir sind nur noch nicht da, wo wir hinwollen. Zum Mensch werden. Ich muss noch so rüber zum See schwimmen. Also auf die andere Seite des Sees wahrscheinlich. Das ist ja wirklich auf der anderen Seite. Wer dachte sich denn? Wer denkt sich nur sowas aus? Da ist eine Kiste oben. Ich sehe jetzt zum ersten Mal die Kiste. Da oben ist eine Kiste. Da scheint ich auch irgendwie hochzukommen. Mit Hilfe des Greifhakens. Denke ich zumindest. Oh. Das meinte ich eigentlich nicht. Jetzt habe ich eine Bombe gezündet. Wow. Mal sehen, wie geht es denn hier hoch? Oder geht hier überhaupt was hoch? Kein Schimmer. Keine Chance, hier ist doch gar nichts. Hier komme ich nicht hoch. Ja gut, irgendwas wird schon sein, ja, aber dann finde ich es nicht. Vielleicht ist es auch nicht gewollt, dass ich das finde. Da oben ist nämlich was, aber da komme ich nicht hoch. Nicht in diesem Leben. Da gehen wir mal rüber. Es ist nämlich Nacht.
Ich weiß nicht, wird das jetzt noch automatisch Tag oder bleibt das jetzt einfach Nacht, wenn wir in diesem Gebiet sind? Ich weiß nicht, in der Hyrule-Stadt verändert sich das ja, das ist die Tageszeit. Aber hier? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, hier waren wir noch gar nicht, oder? Doch, ich erinnere mich, hier waren wir schon, aber hier kamen wir ja nicht hoch. Also wo wir Wolf haben, kamen wir nicht hoch. Und wo wir dann hier waren, hat uns nichts gebracht. Wir müssen jetzt zum Wolf werden und hier heulen. Dann mein Giola. So, das muss klappen. Da haben wir doch das nächste Lied. Wir dürfen wieder heulen. Runde, Mitte, hoch. Runde, Mitte, runde, hoch. Da haben wir es doch. So, jetzt bin ich gespannt. Du sollst eine der okkulten Künste kennenlernen. Mit dem Schwert in der Hand sollst du nach mir suchen. Wo soll ich nach ihm suchen? Das habe ich nicht erfahren. Oh. Das ist irgendwo im Nichts. Aber ich habe mich gefragt, was hier drüben ist. Weil... das ist ja nicht einfach nichts. Die werden sich da schon irgendwas gedacht haben. Und ich habe da schon so eine böse Vermutung. Nämlich, dass wir diese drei Teile, die wir gesammelt haben, diese Schattenkristalle, dass es noch lange nichts gewesen ist. Ich vermute, da kommt noch einiges auf uns zu. Zum einen habe ich Lust. Zum anderen weiß ich jetzt schon, das wird echt anstrengend. Aber wir haben noch viel Zeit. Ich sehe gerade, Zeit geht heute echt langsam um. Was auch gut ist. Da schafft man sehr viel. Ich muss mich zurückverwandeln. Ich brauche also nicht sonst da hingehen. Ich erinnere mich, da sind wir schon mal lang gelaufen. Zum Berg hoch. Zu dem Turm. Und da steht er jetzt wahrscheinlich. Da drüben ist das ein... was zum Sammeln? Nee. Das ist die Art von Geist. Na. Zum Wolf. Und besiegen. Ja, na klar. Trifft mich natürlich instant. Und du erhältst eine Geisterseele. Ich weiß gar nicht, wie viele wir sammeln müssen. Wenn es allein hier schon so viele gibt. Und hier Rude so viele gibt. Müssen wir ja nochmal die gesamte Karte absuchen. Zumindest kann ich mir das gut vorstellen, dass sie das gemacht haben. Drei Stunden später. Ich dachte schon, dass du langsam kommen würdest. Du bist doch Hans, oder? Du kennst sicherlich Thelma. Ich bin oft bei ihr im Laden. Man nennt mich Raffler. Ich habe von ihr so einiges über deine Taten gehört. Ich wusste, dass ein mutiger junger Mann wie du früher oder später von den Ereignissen in der Wüste hören und hier auftauchen würde. Und? Täusche ich mich? Wusstest du eigentlich schon? Früher gab es in der Gerudo-Wüste eine Burg, in die zur Höchststrafe verurteilte Schwerverbrecher gebracht wurden. Die Strafe wurde vollstreckt, indem die Zauberkraft eines
wunschenden Spiegels, die in die Schattenwelt beförderte. Jetzt ist die Burg verschlossen. Auch der Weg in die Gerudewüste ist versperrt. Nun eine Wüste am Rand der bekannten Welt. In dieser Wüste befindet sich jener Spiegel und die Rachegeister der Verurteilten. Ich denke, das Unheil, das über Hyrule gekommen ist, hat in jener Wüste begonnen. Deshalb will ich sie genauer untersuchen. Und du, Hans? Was planst du jetzt zu tun? Willst du etwa selbst in die Wüste gehen und die Zustände dort mit eigenen Augen sehen? Hehe, was passiert, wenn ich Nein sage? Ja. Ach, wirklich? Nun, dann werde ich dir helfen, soweit es in meinen Kräften liegt. Bitte übergib dies Tobi. Er betreibt einen Freizeitpark am Hylia-See, nicht weit weg von hier. Du erhältst Raffles Notiz, sie ist für Tobi bestimmt, den du am Hylia-See findest. Ja, ja, lege sie drauf, um es mir zu zeigen. Es gibt da diesen Menschen, Tobi heißt er. Ich habe ihm einmal sehr geholfen, er steht tief in meiner Schuld. Überlass das Weitere ihm. Er wird alle nötigen Schritte in den Wege leiten. Ey, das... Oh. War gerade fast eine Freitoderfahrung. Ich glaube, den Typen meint er da. Mit dem hat man ja mal geredet. Der hatte dieses Kanonenteil, mit dem man hochschießen kann. Oh nein. Ich habe da gerade so ein ganz, ganz mieses Gefühl bei der Sache, was dabei rauskommt. Das hat auf jeden Fall mit der Kanone zu tun. Wir müssen in die Wüste kommen, aber mit der Kanone. Ich kann es mir sonst nicht anders vorstellen. Das muss das sein. Ich komme nicht hoch. Das ist ein Witz, oder? Doch, jetzt. Ach, Vogel, geh mir nicht auf den Keks. Ich glaube, da drüben ist so ein Geist. Komme ich da hoch? Nee, komm schon nicht hoch. Ja, okay. Naja, egal. Macht nichts. Okay. Bin ich mal gespannt hier. Oh, da bist du ja wieder. Hehe, tolles Ding, oder? Hättest nicht besser abpassen können. Mit meinem neuesten Vogelattraktion wirst du dich fühlen, als würdest du wie ein Vogel fliegen. Heute gibt es einen ganz besonderen Service. Fast ohne Wartezeit. Und du kannst ihn für nur 10 Rubine ausprobieren. Nein, nein, nein. Ich glaube, dem soll ich das zeigen. So, Raffles Notiz. So, bitteschön. Ins Gesicht geklatscht. Ha, das ist doch vom alten Raffler. Ha, dem alten kann man einfach nicht widersprechen, oder? Oase. Ja, da kann man wohl nichts machen. Na gut, dann bereiten wir dich für den Sonderflug vor. Also gut, den Flugpreis bekommst du dieses Mal erlassen. Was ist? Willst du sofort losgehen? Na klar, ich habe richtig Bock drauf. Na gut, aber einen Freiflug bekommst du nur dieses eine Mal. Also dann, guten Flug. Einmal Oase, hier entlang bitte. Gott. Er schießt uns jetzt echt in die Wüste rüber. Und vor allem Oase, der weiß doch gar nicht, dass... Hä? Woher will der Typ eigentlich wissen, dass da eine Oase ist? Wenn er schon seit Ewigkeiten keiner mehr war und der Weg dorthin versperrt ist... Keinen Sinn. Ich würde mal sagen, da gab es mal einen Weg rüber. Auch schon lange nichts mehr davon zu sehen. Oh, eine Gerudo-Wüste. Die Gerudo-Wüste. Hans, warte. Es gibt etwas, das ich dir sagen muss. Erinnerst du dich noch, was uns der Lichtgeist über den Schattenkristall erzählt hat? Was meinst du, was aus den Leuten geworden ist, die man ihrer Magie das heilige Land beherrschen wollten? Sie sind aus Hyrule vertrieben worden. Unsere Göttinnen haben sie an einen geheimen Ort verbannt. Der Ort ihrer Verbannung war das genaue Gegenteil von
diesem Hyrule. Es war eine düstere Welt, in der nie die Sonne schien. Von dieser Welt voll Schatten aus war es unmöglich, die Welt des Lichts zu erreichen. Und den Wesen jenes Schattenreiches war es auch gar nicht mehr erlaubt, in die lichte Welt zurückzukehren. Sie waren dazu verflucht, als Schatten von Hyrule auf den in der ewigen Dunkelheit zu leben. Oh, krass. Das ist die Geschichte des Schattenvolkes, so wie sie bei uns überliefert wird. Jetzt ist dir klar, was ich bin, oder? Jawohl. Ich bin ein Nachfahre der Verbannten. Schon seit vielen Generationen schon leben wir im Schattenreich. Aber als Zando die Macht im Schattenreich an sich riss, wurden wir alle in Wesen der Finsternis verwandelt. Er verfügt über riesige Kräfte, die stärker waren als die Magie unseres Volkes. Und ohne die Hilfe dieser Kräfte konnten wir das Schattenreich nicht mehr betreten. Aber eine der Legenden meines Volkes erzählt eine interessante Geschichte. Und zwar, es ist zwar verboten, in die alte Heimat zurückzukehren, aber ein Weg blieb offen, der Schatten und Licht verbindet. Man sagt, dieser Weg führe über jenen Schattenspiegel. Und die Göttinnen vertrauten ihn den Wächtern von Hyrule an. Nun, Zando ist mit Sicherheit irgendwo im Schattenreich. Und du wirst ihn doch sicher mit mir zusammen suchen, oder? Krass. Und die haben sie hier in die Wüste gebracht? Dass es schon immer eine Wüste war, kann ich mir kaum vorstellen. Ich meine, so ein Gebiet wird nicht einfach zu einer Wüste, oder? Manchmal passiert das auch über Jahrmillionen, Jahrtausende. Das ist die Gerudo-Wüste. Und sie ist wirklich abgekapselt vom Rest der Welt. Kommst wirklich nirgendwo, von keinem Ort der Welt kommst du hierher. Aber was soll ich hier? Was, wohin? Ich meine, wir kommen im größten, wahrscheinlich größten Ort, den es hier gibt. Da hinten ist so ein Schattenvieh. Ich glaube, es wird gerade... Wird es gerade Tag? Okay, dann sollte ich mich dem denn mehr denn je beeilen. Zum Wolf werden. Und wir haben noch eine Geisterseele erhalten. Ja, jetzt wird's Tag. Ich glaube, dann verschwinden die auch, diese Wesen. Was war das jetzt? Was ist das? Schon so unheimlich. So an sich unheimlich. Oh Gott. Das ist gerade rausgesprungen, das Vieh. Da hinten ist irgendwas. Da gehe ich jetzt zuerst hin. Was ist hier? Hier ist irgendwas zugesperrt. Ich glaube, das ist gar nicht gewollt, dass man da hingeht. Nö. Soll man nicht. Gut.
Dann eben nicht. Hier ist eine Schlucht. Ich glaube, das ist nicht die einzige, die es hier gibt. Hier gibt es mehrere. Wie tief die sind, alter Schwede. Und was haben wir hier? Ein Rätsel oder wie? Sieht interessant aus. Ich hole mir meinen Pfeilenbogen raus. Das Teil gibt ja nichts von sich hier. Logischerweise, weil ich mich nicht auf dem Level von dem Ding befinde. Das funktioniert nicht. Ich kann nicht einfach hochspringen. Was ist das? Ist das nicht das Stück Brücke, was uns da drüben fehlt in Ost-Jule? Was zum Geier macht das Stück Brücke hier? Ich meine, das andere Teil, das konnte man ja noch verstehen. Das ist vielleicht von der einen Ebene auf die andere teleportiert worden. Aber hier, das ist doch ganz, ganz am anderen Ende der Welt. Ich muss es auf jeden Fall gleich nochmal angucken. Ich gucke hier gerade mir jeden Winkel an. Man weiß ja nie, was man hier findet. Diese Viecher sind auf jeden Fall unheimlich, die hier am Boden sind. Ich komme auch gar nicht hoch, oder? Kann ich mich da dranhängen? Ja, das müsste gehen. Ja, oh. Rein theoretisch hat das funktioniert, aber hier hoch komme ich doch nicht. Oder warte mal, soll ich mich da jetzt nicht... Ach, ich soll mich da ranhängen. Krass. Aber schön zu wissen. Oh Gott. Jetzt kommen die Wesen. Ah, das ist praktisch. Da habe ich gleich einen Teleportationspunkt. Wenn auch am ganz anderen Ende, aber wenigstens irgendwas. Zum Wolf werden. Sonst ist das ungünstig. So, es waren doch die drei, oder? Wir haben auch schon 4 gehabt. Das war dann echt beängstigend. Wir haben es geschafft. Einen neuen Teleportationsort gefunden. Und jetzt haben wir hier nämlich auch diese Treppbrücke. Was ist das denn? Wir können das Ding warpen. Hierher. Nee, das macht aber hier keinen Sinn. Wir müssen das ja hier drüben nutzen. Hä, das bringt doch nichts. Mit dem Ding? Was will ich dort damit? Weil das ist ja am anderen Ende. Ja, klar. Einfach mal so aus dem Nichts. Dass sie das einfach wegkriegt. Oh, Leute. Das hat richtig in der Nase juckt. Meine Güte. Was soll der Quatsch? Die fehlt so der nötige Ernst. Los, nochmal. Nochmal. Nein, aber... Das muss ich anscheinend von einer ganz anderen Seite machen. Das mache ich später. Nicht zum Mensch werden. Ich wollte mich warpen. Jetzt ist sie mal nützlich als Begleiterin. So, zurück zur Wüste. Ah, da ist ja der gelbe Punkt. Da soll ich also hin. Na gut, jetzt weiß ich das zumindest.
Ich fand die Wüste trotzdem jetzt interessant. Ist zwar ein schöner Ort, also im Sinne von interessant zu entdecken, aber durch, dass es halt nur eine Wüste ist, ist es halt auch nicht lebendig und besonders irgendwo. Gut, wir wissen jetzt zumindest, dass hier eine Brücke ist, die wir nutzen können in irgendeiner Art und Weise. Also ich bin mal gespannt, was es hier in der Wüste alles gibt, weil ich glaube nicht, dass hier einfach nur dieser Tempel ist. Oder was auch immer das ist. Tempel, das muss ein Tempel sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwas anderes sein sollte. Ich meine, warum sollte man sonst eine ganze Wüste wegen dem Quatsch, wollte ich bald sagen, erfinden sozusagen. Ich guck mich mal um. Ich habe gerade eine bessere Chance hier, das zu machen. Da muss ich auf jeden Fall hin. Oh, dieses Vieh. Ich hab's getötet. Ich brauch echt nur einen Schlag, dann ist es tot. Oh, ich hab nur so viele Rubine. Gehe ich bestimmt in den nächsten Tempel rein, habe immer noch zu viele Rubine. Ah, das ist mir jetzt egal. Ich wollte auf jeden Fall hier rüber. Das fand ich gerade cool hier. Ach, von unten ist ein Tor oder was? Dass man nicht reinkommt oder rauskommt. Naja, springen wir mal rein. Kann nur schief gehen. Okay, wir sind immer noch irgendwo im Nichts. Ich gehe hier mal Richtung Osten. Hier ist aber auch nichts. Ich habe schon bald gedacht, hier ist irgendwas Besonderes, aber hier ist wirklich ein Stein, ein Sandkorn nach auf dem anderen. Da gehe ich jetzt hoch. Funktioniert der per Greifhaken? Übrigens mal ein Hinweis an die Moderation. Ist heute ist mit dem Ton in Ordnung? Wo es das letzte Mal kleine Schwierigkeiten gegeben hat. Oh Gott. Feinde sehen mich. Ja, kommen sie gleich alle. In der Anzahl. Ich könnte die da sowieso nur mit Pfeilen runterschießen. Das ist ein unfairer Kampf, ist das hier. Was passiert mit den Schweinen? Ich kann aufsteigen. Auf die Viecher aufsteigen. Was kann ich damit machen? Ah. Cool. Cool. Schön zu wissen, ja. Wirklich. Gut. 10 Pfeile. Yay, wieder Pfeile. Und die ich nicht brauche. Wie alles andere auch. Wie die Rubine, die hier liegen. Da wird schon wieder alles voll. Ich habe ja auch nur 10 ausgegeben. Ach, hier ist der Wolf. Oder war das der Wolf, den ich als gelben Punkt hier hatte? Naja, machen wir es halt. Wenn wir mal da sind. Warum nicht?
sei mir gegrüßt. Es wird Zeit, das Geheimnis um die verbleibenden okkulten Künste zu lüften, die ich dich noch lehren will. Ohne den Techniken, die ich dich lehren werde, sind einige, die sogar dich selbst in Gefahr bringen könnten. Willst du auch diese erlernen? Also gut. Aber zuvor zeige mir, ob du den Helmspalter beherrschst, den ich das letzte Mal gelehrt habe. Also los, greif mich an. Ja, doch, den kriege ich noch gut hin. So. Krass. Ich musste den halt bis jetzt nicht einmal anwenden. Das wird witzig. Sehr gut. Du hast mir deine okkulte Kunst tatsächlich zu eigen gemacht. Also dann, die fünfte okkulte Kunst. Das Blankziehen. Es gibt Meister des Schwertes in dieser Welt, die selbst gegen Schildattacken und Rundumhebe gewappnet sind. Ich werde dich nun die Kunst des Blankziehens lehren, die dich dazu befähigt, auch mit solchen Gegnern fertig zu werden. Behalte den Schwert in der Scheide und springe auf deinen Gegner, ohne ihn mit L anzuvisieren. Ziehe dann mit A dein Schwert, noch bevor der Gegner deine Bewegung vorausahnen kann. Unvorstellbar, oder? Diese Technik nennt man Blankziehen. Also dann, versuch's mal. Ja, dann pack's Schwert weg. Oh. Ich springe auf deinen Gegner. Ich kann aber nicht. Doch, ach doch. Ach so, oder? Hä? Ah, komm. Naja, es ist ja nur ein Übungsbild. Ach. Ich soll meinen Gegner überraschen. Also muss ich doch warten, bis er kurz vorm Angreifen ist. Ah, ich muss nichts machen außer A drücken. Es ist halt wirklich nichts außer A drücken. Wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Ich dachte, ich muss wirklich springen. Nun, das war ein kühner Schlag. Aber vergiss nie, dass du mit dieser Technik auch dein eigenes Leben aufs Spiel setzt. Nun, hast du auch die fünfte okkulte Kunst, das Blankziehen, erlernt. Du hast das Blankziehen erlernt. Springe deinen Gegner an, ohne zuvor das Schwert zu ziehen oder ihn mit L anzuvisieren. Nun gibt es noch zwei okkulte Künste, die du lernen musst. Übe dich täglich im Schwertkampf. Nur so wirst du die okkulten Künste tatsächlich meistern. Mögen sich unsere Wege erneut kreuzen. Also Leute, wir haben heute echt tote Hose hier im Stream. Schade. Aber ich kann nichts dran ändern. Wir werden einfach weitermachen. Weitermachen müssen. Oh, wir sind weitergekommen. Jetzt jodelt uns das Ding an. Nee, ich wollte nochmal zurück. Ich wollte da anders noch abbiegen. Ich wusste nicht jetzt, wo in welche Richtung ich gehen sollte zuerst. Die Gerudo-Wüste. Ja, hier sind nämlich noch Kisten. Brauche ich zwar nicht, aber... Ich höre und sehe keinen Gegner. Okay. Ach, hier. Seltsames Ding.
So, jetzt reicht's jetzt. Jetzt springe ich los hier. Wo auch immer ich hin muss. Kann ich den so treffen? Ja. Gibt's ja nicht. Er hat ja doch nichts dagegen gemacht. Sehen die mich dann, wenn es Licht ist? Oder was ist das Ziel hier? Oh. Ah, die haben mich entdeckt. Und dann kommen so alle angekrochen. So, ist aber Ruhe mit dir. Geht's jetzt mit dem Gegner weiter? Und den auch? Das sind Pfeile. Ich brauche die Pfeile. Das erste Mal seit langem, dass ich die Pfeile auch wirklich notwendigerweise brauche. Wow. Zweimal verzielt. Komm. So. Was ist mein Ziel hier? Soll ich die alle nur unentdeckt töten? Oder? Hier glitzert da irgendwas. Ich hatte irgendwas funkeln gehört. Da bei dem Typen. Was glitzert da? Die Hähnchenkeule. Du erhältst den kleinen Schlüssel. Er öffnet die Türen allerdings nur hier. Hier soll eine Tür sein. Hier ist noch eine Truhe. Mit einem violetten Rubin, der mir aber nichts bringt. Aber sie sind so freundlich und packen den wieder zurück. Das ist so putzig. Nur was soll ich jetzt hier? Da geht's irgendwie lang. Also hoch. Ach hier. Ah. Ich soll das Tier freilassen. Ist es jetzt so besonders, das Tier? Ach, da... Nein, wer ist da? Ach du Sch... Heilige Kacke. Zum Glück sind die anderen schon alle tot. Das ist so fett und ekelhaft. War's das? Es war's tatsächlich schon. Krass. Oder warte mal, nee, es lebt noch. Er lebt noch. Wohin geht er jetzt?
haut einfach ab. Das Tor öffnet sich automatisch. Ja, klar. Wie hat denn der das jetzt angezündet? Jetzt brennen auf einmal Steinwände. Oh Gott, jetzt muss ich das irgendwie hier durchkriegen. Okay. Das hätte ich schon mal geklärt. Witzig. Jetzt sind wir da. Krass. Sieht aus wie so ein Kolosseum. Ich glaube, ich brauche das Tier jetzt nicht mehr. Kann seiner Wege gehen. So ungefähr. Schön. Finde ich putzig, muss ich sagen. Also was man da umgesetzt hat. Ich gucke jetzt nochmal auf der anderen Seite. Das Einzige, was mich jetzt an dem Spiel stört, ist, dass man zwar die Tempel hat, die meiste Zeit im Ahnungslosen bleibt, ist ja in Ordnung. Was ich bisher kritisiere, ist das, was wir jetzt vorhin gesehen hatten, mit dem Masterschwert. Ich meine, da hast du zwar ein Rätsel davor gehabt, aber im Prinzip war das trotzdem einfach nur irgendwo hingeklatscht. Und jetzt wirst du ja eigentlich nur wieder weitergescheucht. Es ist sozusagen nur so eine Nebenmission, so ein mach das mal, um weitermachen zu können. Finde ich schade. In anderen, der Legend of Zelda Teil hat man das wirklich ins Zentrum gerückt. Weil mit dem Schwert kannst du wesentlich mehr machen, als mit einem normalen Holzschwert oder so, das du irgendwo stehen hast. Deswegen heißt der Masterschwert und nicht nur umsonst so. Aber ja, das hat keine Bedeutung. Du hast einfach deine Mission davor gehabt. Es geht immer nur um diesen Schattenkristall oder Schattenspiegel, ja. Das ist zwar schön, weil du dann auch ein Ziel hast, aber da hätte man es auch mit dem Masterschwert lassen können. Also bisher hat das keine Verwendung. Auch wenn du damit deinen Fluch bis irgendwie wieder rausgeholt hast. Aber damit hat man nur irgendwie versucht, eine schlechte Überleitung zu machen. Also das finde ich noch nicht so schön. Ich hoffe mal, dass es noch seinen Zweck erfüllt. Dass man es noch sinnvoll einsetzen kann. Also so richtig sinnvoll einsetzen kann. Ansonsten bin ich ein bisschen enttäuscht jetzt. Wie viel haben wir eigentlich noch in unserer Lampe? Genug, um das Ding anzumachen, tatsächlich. Wie gesagt, ich habe von Anfang an nur eine einzige Lampennachfüllung gebraucht. Weil das eine Mal musstest du natürlich nehmen, da war sie natürlich auch leer. Aber ich habe die seitdem nicht mehr genutzt. Trotz, dass das Spiel gesagt hat und alle anderen, ja, kauf Lampenöl, brauchst du, hol Lampenöl. Krass. Jetzt sind wir in der Wüste. Jetzt haben wir hier einen Tempel. Sehr wahrscheinlich ein Tempel. Oder? Karte. Die Wüstenburg. 6 Etagen. Leute, es geht los. Der Wüstentempel. Wüstentempel. Wir sind mittendrin. Krass. Okay, hier ist nichts. Krass. Mal sehen. Werde ich jetzt eingeleitet oder war es das? Da ist ein Loch. Ist nichts. Da muss ich irgendwie durch. Aber es geht noch nicht. Die Wüstenburg. Ah, jetzt bekomme ich es gesagt. Okay, erstmal eins davon getötet.
Werde ich sie zumindest schon mal auf die Weise los? Dass ich meinen Fokus auf das andere legen kann. Kann ich hier einfach... Ah, okay. Ich kann über diesen Sand, aber ich muss in Bewegung bleiben. Nein. Ah. Ganz, ganz knapp. Krass. Kreativ umgesetzt. Was war hier, hä? Och, das ist ja putzig. Mini-Soldaten. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Kann ich mit dem Greifhaken das Teil ranziehen? Ja. Ah, das Tor öffnet sich. Und es bleibt anscheinend auch auf. Gleich die erste Tür. Schlüssel. Komme ich nicht weiter. Was haben wir denn hier? Ich kann da was reinfüllen. Wasser, brauche ich das? Ich wollte meine schönen Feen nicht loswerden. Hoffentlich ist jetzt in der Kiste der Schlüssel drin. Ich meine, gut. Warum haben wir das überhaupt gemacht? Das ist unnötig. Ameisen? Ja, hier wie die Flöhe. Boah, krass. Jetzt geht das Gesparte, der Spaß erst los. Jetzt ist nämlich dunkel. Und es ist keine Lampe in Sicht. Ah, das gibt's doch. Oh. Also du musst dann doch schon einmal in Bewegung geblieben sein, ansonsten rutschst du gleich rein ins Nichts. Du kannst dann dich nicht nochmal rollen. Wo geht denn das hin? Sind das vier Geister? Die nehmen das Licht mit. Na, das war doch klar, ja? Jetzt nehmen die das Licht. Zum Wolf werden. Was ist denn das? Irgend so eine Geistermumie. Die haben auch so eine Schattenseele. Eine Geisterseele, ja. Und das Licht geht jetzt zurück an den Ort, wo es hingehört. Das erinnert mich jetzt an Ocarina of Time, wo man als Erwachsener in den ersten Tempel geht. Da ist den ersten Erwachsenen-Tempel, in den Waldtempel, also als Erwachsener in den Waldtempel. Da hast du das auch mit diesen Geistern. Da musst du vier davon finden. Nach dem ähnlichen Muster ist es aufgebaut. Wir müssen die drei entflohenen Geister suchen. Aber ohne jede Spur haben wir schlechte Karten. Gibt es denn nicht irgendeinen Trick, sie aufzuspüren?
Ich kann die aufschnüffeln. Geruch von Ilja vergessen und neuen Geruch merken. Ja, fertig von Nüsse. Geruch wittern. Ich sehe nur diesen einen. Oh Gott. Gibt's ja nicht. Was passiert da jetzt? Ein unterirdischer Gang. Was man nicht alles schon gesehen hat. Also so ein Gang nach unten. Krass. Aber dahin ist der Schaltgeist verschwunden. Und hier ist natürlich noch was, ja. Das sind drei verschiedene Orte, wo die hin sind. Da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Gott. Kiste öffnen. Bestimmt wieder ein Herzteil. Wow, da habe ich jetzt nicht damit gerechnet. Noch ein weiteres und wir kriegen ein neues Herz. Ja, ich hoffe, wir finden noch eins. Ich bin so meiner Dinge. Ich glaube, das könnte funktionieren. Klappt das? Ach, nee. Das hat ganz knapp nicht funktioniert. Wow. Hey, wie bin ich jetzt überhaupt drüber gekommen? Ja, zumindest habe ich das Herz. Das ist positiv. Geht da auch gleich runter. Aber krass. Ich mache jetzt erstmal die Kiste auf. Ich hoffe irgendwie, wir müssen die Wichtiges zu finden. Karte. Boah. Das Schmuckstück in jedem Tempel. Nein. Lass mich einfach in Ruhe. Na komm, holen wir das Ding ran. Och, knuffig. Oh nein. Schaut euch nur die ganzen Räume an. Okay, gut, da ist echt wenig oben. Also ungefähr wie im Wassertempel. Wir haben wieder viele Etagen, aber auch viel, wo wenig bis nichts ist. Unten. Ganz unten ist nochmal was. Also ich vermute, der Gegner ist ganz oben. Der Boss oder was auch immer das sein soll. Dann. Ja. Und dass man davor hier halt in den drei mittleren Etagen viel zu tun hat. Also die zwei und halt hier unten noch. Aber stopp, da unten ist eher sowas wie ein Zwischenboss. Vermute ich mal. Boah, krass. Okay, machen wir mal eins nach dem anderen. Wir gehen hier auf jeden Fall mal runter. Ich muss ja irgendwo anfangen. Das ist so ein großer Tempel. Der Fangstoß hat funktioniert. Und ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Ich werde mal zum Wolf gucken. Geht das hin? Der geht jetzt da hoch. Ach, da komme ich nicht hoch. Moment. Sowas kenne ich doch. Machen wir mal als Mensch. Machen wir das mal zum Mensch werden. Ach. Ach, das verschiebt sich. Oh Gott. Nein. Kann ich sie abwehren? Nein, ach komm. Oh, die sind ja gefährlich. 20 Rubine. Ich kann sie nicht nutzen.
I have enough Rupins. Du erhältst den kleinen Schlüssel. Er öffnet sich aber allerdings nicht hier. Allerdings nicht. Von da sind wir gekommen. Na gut, machen wir es doch mal weiter. In diese Richtung. Geht nicht. Okay, ich kann es doch nur ziehen. Na dann. Geht echt nicht, hä? Warum geht das nicht weiter? Ach, jetzt habe ich dieses Ding aufgemacht, die Lücke. Aber jetzt komme ich nicht zurück. Also doch Kommando zurück. Oder wie? Ich kann es nicht weiter verschieben. Und jetzt ist das Loch wieder zu. Okay, das heißt aber zumindest, der Geist ist oben. Also direkt über uns in den Gang rein. Na, guck mal hier mal. Oh, das ist alles so unheimlich. Diese Ratten. Dass hier überhaupt noch Ratten sind. Hier ist hier von Leben. Von was leben die? Moment. Nein, wir haben hier nichts. Kann man sich... Nee. Also, jetzt hätte das durchaus was gebracht, weil das kann man auch durchaus noch verschieben. Und dann käme man vielleicht auch da lang, wo es auch immer da lang geht. Na, ich gehe mal hier lang. Oh Gott, ein riesengroßer Rätselraum. Wobei, das macht ja das Spiel aus, ja. Ein riesengroßer Raum mit. Au. Okay, diese Spitzen geben einem dann doch schon die Richtung vor, wie es lang gehen soll. Den kann ich auch noch greifen und wegbewegen. Aber wohin? Mann, geh mich auf den Keks. Jetzt komme ich zumindest... Oh, ich brauche eine bessere Sicht hier. Ah, ich schieb den mal hier rein. Ist eigentlich jemand gerade von der Moderation da? Lebt einer von der Moderation? Ich frage das jetzt halt nur noch einmal. Moderation, gibt es euch noch? Muss ich ja extrem beeilen. Und höher. Und höher. Geht's nicht noch weiter? Na gut. An die Kurzgrenze. Moment mal. Kann man da auch im Ding stehen bleiben? Aber was soll das bringen? Kann man irgendwie auch drinnen stehen bleiben? Aber warum sollte man das? Warum sollte man da stehen bleiben wollen?
Jetzt hat's auch noch verfehlt, hä? Gibt's doch nicht. Das hab ich auch noch nicht erlebt. Ging ja richtig daneben. Hier ist auf jeden Fall die Kiste, die mache ich mal auf. Oh, Kompass. Diesmal kommt das alles zu früh. Im Wassertempel zum Beispiel habe ich das erst kurz vor Ende gekriegt. Den Kompass. Die Richtung geht nicht. Die. Na gut, da gucken wir uns das mal an. Zum einen haben wir hier hinten jetzt eine Kiste. Man darf die Mumie halt erst gar nicht zum Aufstehen und zum Reagieren bringen. Dann kann man das trotzdem schaffen. Die Kiste. Hoffentlich ein toller Schlüssel. Ach. Es bewahrheitet sich gerade nur das, was ich sage. Wenn ich in der nächsten Kiste sage, dass es unser letzter Schlüssel sein soll. Nee, Spaß beiseite. Ich glaube, jetzt sind wir gerade im Keller, oder? Nein. Wir sind eine Etage hochgegangen. Stimmt. Oh, das ist echt verwirrend. Das lustig, sieht aus wie so eine Armee von alten Soldaten. Aber nie Soldaten. Ja, klar. Och Mann, ich kann nicht angreifen. Zuerst die Soldaten besiegen. Jetzt sind das ja zwei. Kann der mich von hier aus schon treffen? Oh nein. Och, nee, nein, jetzt bin ich im Sand. Okay, das war gerade Glück und Unglück. Aber hä? Okay. Ich weiß mir gerade nicht anders zu helfen, als mit Bomben die mal abzuschießen. Und wenn das nicht funktioniert, hätte ich noch eine andere Idee. Und zwar mit einer Lampe, die anzuzünden. Nee, funktioniert nicht. Die sind schon... Ach, durch das, durch die Bombe sind die schon so gut wie tot gewesen. Deswegen haben die nur noch diesen einen Schlag gebraucht. Hier kann ich wahrscheinlich wieder... wühlen. Okay. Nein, nein, nein. Warte. Spür aus und drehen. Achso, das geht von selbst. Ach, der hat sich hier versteckt. Und ich darf auch nur springen, wenn die gerade leuchten. Och komm, nein. Natürlich gleich alle Leben wieder voll. Na klar. Hä? Der hat das gerade gar nicht angenommen. Das Herz, ich brauche das Herz.
eine neue Geisterseele gefunden. Damit will man anscheinend den Spieler ein bisschen dazu anregen, die zu sammeln. Interessant. Und da ist es, das zweite Licht von vier. Von vieren, sozusagen. So, zurückverwandeln zum Menschen und das Herz sammeln. Ja, in dem Raum gibt es hier so oder so nichts mehr zu machen. Deswegen gehen wir mal weiter. Wir haben keinen Schlüssel mehr. Und da drüben ist eine jetzt verschlossene Tür. Ansonsten gibt es hier noch die Kiste mit dem Schlüssel. Oh, das ist verwirrend, dass die in unterschiedlich großen Kisten sind. Es ist dunkel geworden. Moment. Ich gucke mir das jetzt als Wolf an. Wie werde ich die wieder los? Hä? Die haben sich festgesetzt. Moment mal. Ich versuche das jetzt mal mit der Lampe. Funktioniert nicht. Hä? Wow. Hä, habe ich sonst irgendetwas? Eine Angel. Er kommt die immer wieder, die Viecher, oder bilde ich mir das nur ein? Jetzt habe ich diese ekligen Viecher an mir hängen. Eine Bombe explodieren lassen ist wohl jetzt suboptimal, oder? Kommt die mit durch die Tür? Nein. Hä? Das ist so sinnlos. Ja. Kleben halt wieder alle instant an mir dran. Wie soll ich da hochkommen? Okay. Ich glaube, ich muss hier nochmal aus dem Raum raus und irgendwie versuchen, dann von außen hochzuspringen. Es ist gerade echt unangenehm in den Dingen und man kommt gar nicht mehr voran. Ja, klar. Ach, nee, warte mal. Was sind das für Teile?
Kann ich die anzünden? Ich glaube nicht. Ich muss hier weiterkommen. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht soll ich ja von der anderen Seite rüber. Wir probieren es mal von der anderen Seite. Wenn ich mich jetzt extrem getäuscht habe, dann ist das so. Aber ich sehe gerade keine Möglichkeit, hier weiterzukommen. Ich komme früher oder später so oder so hier zurück, wenn das wichtig ist. Denke ich. Zumindest haben wir die Herzen wieder voll. Ey, das hatten wir ja gerade echt durch die Mumien. Wir hatten ja alles gegeben. Was da alles weggeht, krass, ey. Muss ich überlegen. Nee, ich muss das Ding drehen. Drehen. Ich greife es. In die Richtung. Runter. Wir gehen runter am besten. Ach genau, das wollte ich noch ausprobieren. Was hier passiert, wenn ich bei dem Kronleuchter einfach in die Mitte gehe? Ich meine, käme ja sonst keiner drauf, sich einfach in die Mitte eines Kronleuchters zu stellen. Aber irgendwie will ich das jetzt ausprobieren. Auch wenn ich dabei drauf gehe. Ich habe ja meine Fähigkeit dabei. Also stelle mich jetzt hier in die Mitte. Ich bin hier. Wow. Nee. Okay, ich dachte, die kann ich ja mit uns anzünden. Komme ich damit hier hoch? Soll das dafür sein? Hier gibt's echt nichts. Ich dachte gerade, kann man was Schönes machen. Nee. Wobei, ich guck mal mit als Wolf. Nee. Nix. Gut, dann gehen wir uns erstmal zurück. Irgendwie vermisse ich Tante. Unsere gute Tante. Tante Tante. Ich habe sie ja bewusst Tante genannt, weil Tante, ja, passt nicht so ganz dazu. Ist ja nicht meine Tante. Okay, wir gehen. Ach, das ist das Licht, was wir gefunden haben. Das müssten jetzt zwei der vier Lampen sein. Gut. Also die Hälfte in dem Sinne ist schon geschafft, aber der Tempel liegt ja noch vor uns. Und das nicht unbedingt zu Füßen. Oh. Noch ein Monster. Okay. Ach, ja, noch klar. Nein, hoch. Kommt das Vieh wieder hoch? Ich hoff's. Okay.
Ah, hier geht's weiter. Das hab ich gar nicht mitgekriegt. Oh, diese ganzen Monster. Also ich finde, der Monster im Tempel ist nicht schlecht, ja. Aber in dem Fall ist das absolut nervig, weil du ja in der jeder Ecke einen hast. Und da kommst du zu dem eigentlichen Rätseln nicht mehr. Ich krieg den nicht weggeschoben. Oder warte mal. Soll ich den eigentlich ranziehen? Nee, hilft auch nicht. Ich geh mal raus. Hä? Das kann man von dort auch gar nicht wegbewegen. Außer man ist auf der anderen Seite schon gewesen. Wow. Wieder verschwendet. Ich dachte, ich hatte da mal einen Greifhaken drauf. Irgendwie denke ich dann doch die ganze Zeit, dass man an die Lampen kommt, aber das ist nicht der Fall. Okay. Aber wie soll ich da jetzt... Soll ich überhaupt was machen? Das ist die bessere Frage. Ist es gewollt, dass ich jetzt schon hier bin? Scheint nicht so. Nur warum platziert man so eine Kiste? Macht keinen Sinn. Ich muss echt nochmal zurück. Also ganz, ganz zurück. Hier war ja auch noch was mit dem Drehmechanismus von unten. Da muss ich mir auch noch was vorbehalten. Ich weiß auch nicht, was ich da machen soll. Gott. Das sind immer die Anfänge eines Tempels, wenn man mehr Fragezeichen im Kopf hat, als Gedanken eigentlich ausgeführt werden können. Naja, gucken wir nochmal zurück. Vielleicht muss ich die ja doch irgendwie loswerden. Was weiß ich, Bomben oder was? Ich werde mir irgendwas einfallen lassen müssen. Ach ja. Die vergesse ich gerade die ganze Zeit. Boah, was ist das Vieh hier? Krass, ey. Und wieder schnell rüber. Das geht auf Zeit. Auf meine Zeit. Sie ist gekommen, die Zeit. Und ziehen. 10. Wahnsinn. Tote Seele hier. Oh nee, nein. Jetzt sind bitte nicht alle und Mumien auch wieder da. Ach, ich schau einfach ab hier. Ich habe ja alles aufgemacht. Das ist das Positive. Jetzt sind sie wieder alle dran an mir. Aber ich muss das irgendwie als Wolf versuchen.
Okay, ich habe eine ganz, ganz schlaue Idee jetzt. Achtung, Selbstmordgefahr. Und zurückverwandeln. Und... Nee, funktioniert nicht. Scheiße. Kann ich mit dir reden? Ich hab mich gerade ein bisschen verarscht. Nein, das hilft mir nicht. Dieser Raum ist so orientierungslos. Ich weiß nicht, was ich hier soll. Ich komme da ja vor allem nicht hin. Wir haben ja auch noch nichts bekommen. Auch das bringt nichts. Also ich meine, klar, was soll es auch bringen, ne? Habe ich hier irgendetwas übersehen? Aber hier ist auch keine Spur. Vielleicht ist es ja unklug, hier lang zu gehen, eben weil es hier keine Spur gibt. Oh Gott, ich sitze hier gerade nur an derselben Stelle. Ich glaube, ich werde hier nochmal lang gehen müssen. Ich gehe jetzt erstmal hierhin zurück. Zum Hauptraum. Gezielt in den Hauptraum zurück. Ich gucke mich dort nochmal um. Einen Weg bis dahin zurück. Also der Rückweg ist ja kürzer als der Hinweg, ne? Aber muss ja auch erstmal hochkommen und wieder zurück. Und oh nee. Das hat doch kein Mensch gemacht hier. Das ist noch wahnsinnig. Alle wahnsinnig hier. Ich wollte gucken, ob die hier noch irgendwo anders hingegangen sind. Ob hier nicht irgendwo noch eine Sache ist, die ich vergessen habe zu gucken. Zum Beispiel da oben. Einer ist da oben lang. Aber komm doch nicht hoch. Was ist das? Oh, Moment. Wir gehen mal in den Raum nochmal hier. Nee. Das war Nummer 1, war ja wieder eine 2 hier. Na komm her. Und... Oh Mann. Gut.
verstehe das nicht. Da müsste doch wenigstens eine Spur hier sein von dem Ding. Es kam von da oben, aber das ist ja erstmal irrelevant. Ist auf jeden Fall da lang. Einfach nicht weiter. Also so richtig nicht weiter. Aber hier ist nur Sand. Ab ins Loch. Und wir sind wieder hier. Gerade alles ein bisschen spooky. Und es hilft mir eigentlich nicht. Aber auch mal überhaupt gar nicht weiter. Ich komme hier natürlich nicht weiter. Und viel mehr habe ich ja auch gar nicht. Da ist noch einer. Oder was auch immer da unten ist. Ach, da ist Dante. Aber warum ist sie erst da unten? Vor allem, wie komme ich da runter? Ach so, über die Sache. Und da bin ich bei Labai weitem noch nicht. Ach, warum? Warum? Wenn ich nur da hochkäme. Aber das ist nicht gewollt. Von der anderen Seite kommt man ja auch nicht hoch. Wenn das wenigstens funktionieren würde. Da ist nämlich eine Tür. Und das ist genau die Tür, die von der anderen Seite verschlossen ist. Ah, diesem Raum. Ich komme in diesem Raum nicht weiter. Das sind diese Viecher. Und ich weiß nicht, was ich da machen soll. Ich würde sagen, wir machen hier einen grundlegenden Cut. Ich schlafe darüber. Definitiv. Ich denke darüber mal nach und wir würden uns dann einfach zum morgigen Stream dann darum bekümmern. Hoffentlich speichert das alles. Ihr habt es jetzt gesehen, ich habe es gespeichert. Ob es dann auch bleibt, weiß ich nicht. Ich gehe nochmal raus gleich, auch nachdem ich beendet habe. Aus dem Tempel und speichere dort nochmal. Aber ich weiß dann zumindest schon mal grob, wo wir lang müssen. Deswegen möchte ich mich heute bei euch bedanken, auch wenn die Aktivität heute relativ gering war, dass ihr da gewesen seid. Wenn ihr das gut findet, was ich mache, oder ihr Vorschläge, was man machen könnt. Könnt ihr gerne mit zuschauen. Und wenn ihr mit auf den Discord kommen wollt, dort stimmen wir über alles ab. Dort machen wir alles zusammen. Könnt ihr einfach Ausrufezeichen Discord hier jederzeit, auch wenn ich offline bin, in den Chat schreiben. Und der Bot sendet euch automatisch den Einladungslink für den Discord zu. Ist kostenlos. Kann jeder mitmachen. Und der Rest steht dann auf Discord. Da ist unsere Community unterwegs und wenn ihr das im Nachhinein nochmal sehen solltet, kommt dort vorbei. Wir sehen uns dort. Ich freue mich. Und würde sagen, wir sehen uns. Bis dahin.